Die Geschichte beginnt aus der Kneipe. Es war schon spät, sehr spät, wo ich aus der Kneipe rauskam. Ich meine, es müssten zwischen 2, 3 Uhr morgens sein. Ich öffnete die Tür, trat ein und ging ins Bett. Ich war sehr müde. Ich schaltete meinen Fernseher ein, um zu schauen, was es da läuft. Also. Knowing the more about Jelko. When the fourth round would. Don't you call in the. More importantly, he knew what he was talking about. Does it look good already? Okay. Jumbo Scampi for limited. All for a price that will make you. Urplötzlich kam diese Stimme. Diese Stimme kam irgendwoher. Ich weiß nicht wo. Ich kann doch nicht sein. Ich habe doch nur ein paar Gläser getrunken. Ich griff hastig weiter an meiner Jim Beam Flasche. Und nahm einen großen Zug. Und da kam die Stimme schon wieder. Wo kam die her? Ich weiß nicht, woher die kommt. Es war seltsam. Man konnte die nicht sehen. Man konnte die nicht ordnen. Ich schaute zum TV. Das war wie immer, nicht wie immer, sondern es kam nur noch ein. Vielleicht habe ich doch noch zu viel getrunken. Also stehe ich auf. Ich ging zum Fernseher, um ihn auszuschalten. Urplötzlich schaltet sich der Fernseher wieder ein. Aber das kann doch gar nicht sein. Ich habe ihn doch ausgeschaltet. Und da ist schon wieder diese Stimme. Wo kommt diese Stimme her? Wieder zum Fernseher und steckte den Stecker raus. Anschließend ging ich zur Küche, um mir dort ein Bier rauszuholen. Ich öffnete das Bier, nahm einen großen Schluck davon. Und plötzlich musste ich anschließend habe ich noch 2 Biere aus dem Kühlschrank rausgeholt und ging dann zum Schlafzimmer zurück. Also öffnete ich die Tür.